In diesem Video teilen wir mit Ihnen die wichtigsten Dinge, die Sie beim Einrichten einer neuen Abwesenheitsart beachten sollten, damit Ihre Mitarbeiter darauf zugreifen können. Bevor wir beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihren Mitarbeitern bei Abwesenheitsarten mit Kontingenten, zum Beispiel Jahresurlaub, für jede Abwesenheit die richtige Regelung zugewiesen ist. In der Beschreibung dieses Videos erfahren Sie, wie Sie eine Regelung zuweisen. Nachdem Sie dies überprüft haben, zeigen wir Ihnen zunächst, wie Sie relevanten Mitarbeiterrollen Zugriffsrechte auf neue Abwesenheiten gewähren. Danach zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Genehmigungsprozess für die betreffende Abwesenheit anlegen. Schließlich erfahren Sie, wie Sie für alle Rollen Kalenderrechte gewähren und wie Sie festlegen, welche Abwesenheitsarten in den Dashboards Ihrer Mitarbeiter angezeigt werden. Kapitel 1 – Mitarbeitern Zugriffsrechte gewähren. Damit Ihre Mitarbeiter eine Abwesenheitsart aufrufen, beantragen oder aktualisieren können, müssen Sie ihnen Zugriffsrechte auf die jeweilige Abwesenheitsart gewähren. Gehen Sie hierfür zu Einstellungen, Mitarbeiter und Mitarbeiterrollen. In diesem Beispiel aktivieren wir die grundlegenden Zugriffsrechte für Ihre neue Abwesenheit für die Rolle Alle Mitarbeiter. Wenn Sie bestimmten Rollen unterschiedliche Zugriffsrechte erteilen möchten, müssen Sie jede Rolle einzeln aktualisieren. Das Ansichtsrecht erlaubt ausschließlich, die jeweiligen Abwesenheitsarten einzusehen. Mitarbeiter mit der betreffenden Rolle können dementsprechend keine Urlaubsanträge im System einreichen. Dazu müssen Sie die Zugriffsebene Vorschläge, eigene, festlegen. Wenn Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter Abwesenheiten unabhängig und ohne Genehmigung in Personio eintragen können, weisen Sie ihnen das Recht bearbeiten, eigene, zu. Dies wird nur für Abwesenheiten ohne Regelungen empfohlen, beispielsweise Homeoffice. Kapitel 2 – Genehmigungsworkflow anlegen. Wenn Sie möchten, dass Abwesenheitsanfragen genehmigt werden sollen, muss für jede neue Abwesenheitsart ein entsprechender Genehmigungsworkflow eingerichtet werden. Wenn für eine Abwesenheit mit Vorschlagsrecht kein Genehmigungsworkflow eingerichtet ist, wird der Zugriff in ein Bearbeitungsrecht umgewandelt, was bedeutet, dass die Abwesenheit automatisch genehmigt wird. Um Ihren Genehmigungsworkflow zu erstellen, gehen Sie zu Einstellungen, Workflows, Genehmigungen. Wählen Sie Ihre neue Abwesenheitsart aus den verfügbaren Reitern aus und erstellen Sie einen Standardgenehmigungsschritt. Sie können in jedem Genehmigungsworkflow eine Hierarchie von bis zu 6 Genehmigungsschritten anlegen, zum Beispiel so, dass erst der Vorgesetzte und dann die Personalabteilung eine Abwesenheit genehmigen müssen. Die verschiedenen Schritte müssen auf den einzelnen Hierarchieebenen genehmigt werden, ehe sie weitergeleitet werden. Wenn Sie für eine Abwesenheitsart eine Vertretungsregelung einrichten, wird eine Anfrage für diese Abwesenheit erst dann an den Genehmigungsworkflow weitergeleitet, wenn die Vertretung sie bestätigt hat. Kapitel 3 – Kalenderberechtigungen. Unter dem Reiter Kalender können Mitarbeiter die Abwesenheiten anderer Kollegen sowie bestimmte Events sehen. Unter Abwesenheiten können Mitarbeiter sehen, ob ihre Kollegen abwesend sind. Die Option Abwesenheiten kombiniert alle Abwesenheitsarten, für die jemand als abwesend betrachtet werden sollte, ohne dass andere Mitarbeiter nähere Informationen zur spezifischen Abwesenheitsart sehen, die in Anspruch genommen wurde. Unter Einstellungen, Arbeitszeiten und Abwesenheiten, Kalender, können Sie festlegen, welche Abwesenheitsarten unter der Option Abwesenheiten angezeigt werden sollen. Außerdem gibt es auch einen Eventkalender, der Geburtstage, erste und letzte Arbeitstage, öffentliche Feiertage und Recruiting-Interviews anzeigt. Um festzulegen, was Mitarbeiter unter diesen Reitern sehen können, gehen Sie zu Einstellungen, Mitarbeiter, Mitarbeiterrollen, wählen Sie eine Rolle und öffnen Sie den Reiter Kalender. Kalenderzugriffsrechte beziehen sich auf den Kalender und nicht auf die Abwesenheitsreiter einzelner Mitarbeiter. Die hier eingestellten Zugriffsrechte überschreiben gegebenenfalls Ansichtsberechtigungen, die unter dem Reiter Zugriffsrechte festgelegt wurden. Die ersten 5 Zugriffsrechte gelten für den Eventkalender, von Mein Kalender bis Recruiting. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um festzulegen, auf welche Kalender Mitarbeiter mit dieser Rolle Zugriff haben sollen. Können beispielsweise alle Mitarbeiter Geburtstage für das gesamte Unternehmen sehen, global, oder sollten Sie ausschließlich die Geburtstage für Ihr Team, eigenes Team sehen? Die anderen Zugriffsrechte gelten für den Abwesenheitskalender, aus Abwesenheiten.
Wenn Sie Zugriffsrechte auf Abwesenheiten gewähren, ermöglichen Sie es Mitarbeitern zu sehen, ob Kollegen abwesend sind und für wen eine Abwesenheit gilt. Abwesenheitstage werden grau angezeigt. Sie könnten beispielsweise festlegen, dass alle Mitarbeiter sehen können, wer auf unternehmensweiter Ebene global abwesend ist oder nur wer an ihrem eigenen Standort abwesend ist. In jedem Fall müssen Sie Mitarbeitern Zugriff auf einzelne Abwesenheitsarten gewähren, wenn Sie möchten, dass sie den Grund für die Abwesenheit eines Kollegen sehen können. Beispielsweise möchten Sie vielleicht, dass Ihre Mitarbeiter sehen können, ob Kollegen auf unternehmensweiter Ebene an- oder abwesend sind. Wählen Sie den Filter global für Abwesenheiten. Möglicherweise möchten Sie jedoch nicht, dass Sie sehen können, ob Kollegen aufgrund einer Krankheit abwesend sind. Dann würden Sie die Einstellung Krankheit, kein Zugriff, vornehmen, damit Krankheitstage nicht im Kalender angezeigt werden. Wenn Sie mehr über die Zugriffsrechte für den Kalender erfahren möchten, klicken Sie bitte auf den Link am Ende dieses Videos oder lesen Sie unseren Artikel mit Praxisbeispielen. Kapitel 4 – Das Widget heute abwesend. Im Hauptdashboard schließlich sehen Sie das Widget heute abwesend. Mithilfe dieses Widgets können Mitarbeiter schnell sehen, wer heute nicht anwesend ist. Wenn Sie möchten, dass die Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter in diesem Widget angezeigt werden, gehen Sie zu Einstellungen, Arbeitszeiten und Abwesenheiten, Kalender. Bearbeiten Sie dort unter dem Reiter Abwesenheiten den Abwesenheitskalender und aktivieren Sie die Kästchen neben den Abwesenheiten, die im Dashboard erscheinen sollen. Nur Mitarbeiter, denen Zugriffsrechte auf diese Kalender gewährt wurden, können sehen, wer abwesend ist. Die Abwesenheitsart wird im Widget nicht angezeigt. Herzlichen Glückwunsch! Ihre Mitarbeiter sollten nun in der Lage sein, ihre Abwesenheiten in Personio zu beantragen und auf die verschiedenen Kalender zuzugreifen.